Und es geht weiter mit wenig Spellstone. Ich habe wieder so zwei, drei kleine Einladungen verteilt. Wir sind aber schon fast voll. Vier Plätze, das heißt, genau, und die sind auch die meisten hier ziemlich aktiv. Vor 6 Minuten, vor 3 Stunden, vor 8 Stunden, vor 8 Minuten. Bei mir geht es jetzt ein bisschen weiter mit einem Kampagnenmarathon. Und dann werde ich, glaube ich, soll ich mein Gold wieder ausgeben? Ich glaube, ich kaufe mir mal wieder was. Und zwar direkt zu Beginn der Folge 10 Karten mit 1000 Gold. Die habe ich hier mühselig erfarmt. Und von daher, ich benötige mehr Karten. Zur Not ist es auf jeden Fall Staub durchs Verdampfen. Los da. Nummer 1. Windsturm, Kestral, Windkobold, Hornraken, Waldlandfee, Zähmer, Wolkensliff, Skeletthund. Das war gut, das waren 4 seltene. Also, Werwag erstmal nochmal bekommen. Das heißt, ich kann den hochpushen, wenn ich möchte. Dann haben wir hier den Skeletthund. Eine Verzögerung. Und diese Werte und Boni. Geniale Karte. Dann der Lavafrosch. Ebenfalls genial. Und was ist der Wolkensliff? Hier, das Bildchen finde ich genial. Ermächtigen Äther 1. Ich habe nicht viele Karten, glaube ich, mit Äther. Das müsste ich dann irgendwie darauf ausbauen. Nö, die Karte ist mal nicht so gut für mich. Aber allgemein würde ich sagen, war das mal ziemlich genial. Boah, Verhexen 2 bekommt die Karte dann sogar. Okay. Das mache ich, glaube ich. Moment. Der bekommt Panzerung 2. Den Lavafrosch, der erhält dann Verhexen und bekommt einen Lebenspunkt dazu. Nö, ich nehme den Skeletthund in mein Deck. Ist zwar jetzt was anderes, Chaos und Roter, nicht so wegen Frosch etc. Aber den setze ich bei mir rein. Der wird verbessert. Sauber. So. Dann Deck bearbeiten. Was kommt raus? Was mir gefällt, ist, dass der nur eine Verzögerung hat. Das ist richtig genial. Der Wechselwicht. Der ist irgendwie, ich weiß nicht, was kann denn der? Der kann nichts. Skeletthund, rein damit. Join AMRB20 in Battle. Das ist ja gar nichts. So, Lavafrosch, zweimal hier der Skeletthund. Jetzt ist die Frage, ach so, kann ich jetzt sowieso nicht machen, aber diesen Lavafrosch kann ich irgendwann mal verwenden, um die anderen zu verbessern. Und der Werwag, will ich nur kurz schauen, Durchbohren 2, genau, der hat alles identisch. Und von daher würde ich mal sagen, war das ein gutes Pack-Opening. Das waren 10 schöne Karten. Ich mache jetzt hier weiter in der nächsten Zone, nämlich Karthos heißt sie. Und da bin ich schon beim Endboss Feuertitane. Benötigt 3 Energie. Was bringt jetzt schon wieder den Boden zum Beben? Das wüsste ich auch gerne. Ah, der Feuertitan. Roar. Gut, der hat Schwäche. Oh, Moment mal. Genau. Das wollte ich noch. Das habe ich vorhin mal ausprobiert, was dieser Button denn ist. Und der ist Autoplay. Und wenn man Autoplay anmacht und dann diesen Pfeil klickt, ist die Runde automatisch zu Ende. Allerdings kann man dann nichts selbst machen. Da verliert man dann ein bisschen häufiger. Aber wer keine Zeit hat zum Beispiel und nur kurz seine Energie wegspielen möchte. Feuertitan, episch Chaos. Wie kann der seine eigene Karte haben? Genau, wenn man nur wenig Zeit hat. Habe ich schon einen Lavafrosch liegen? Nö. Wenig Zeit hat und trotzdem alles wegspielen möchte. Dann kann man das definitiv nutzen und die Runde ist sofort zu Ende. Ist aber dann irgendwie langweilig, muss man sagen. Und man hat die Zügel nicht selbst in der Hand. Und von daher sollte ich mich jetzt aber beeilen, bevor die Verzögerung von all diesen Karten abgelaufen ist. 5 Schaden, wer auch immer das gerade war, habe ich nicht mal gesehen. Ich glaube, die Karte war verhext, die andere. Dann der Windfrosch. Sehr schön, gefällt mir der Skeletthund hier. Sehr genial. Ja. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Warum ist diese Karte so gut eigentlich? Mit nur einer Verzögerung. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, von den Werten her, wäre das eine Karte mit mindestens 2 Verzögerungen. Aber hey, ich will nicht meckern. Richtig fein. Boah, 6 Schaden durch das Verhexen. Mann, ist das krass. Das ist ja, ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ja, und vor allem auch, das Aufwerten hat sich gelohnt, denn Verhexen 2 hat die Karte ja nur durch das einmalige Aufwerten dazu bekommen. Okay. So. Und am Ende noch der Waldgolem.
Freut mich. Es geht aufwärts mit meinem Deck. Aber jetzt muss ich erstmal wieder Gold sammeln. Lavakrebs. Verzögerung 2, 3 Schaden, 4 Lebenspunkte und eine Vergeltung. Vergeltung ist gut, aber dann eher bei Karten mit vielen Lebenspunkten, oder? Das ist irgendwie nicht so eine gute Kombination. Weniger Lebenspunkte und dann Vergeltung? Weiß ich jetzt nicht, so ob ich die verwenden soll. Ach, deshalb habe ich die bekommen. Belagerung von Kartos. Chaotisch böse. Da kämpfe ich jetzt nämlich gegen die. Jo, aber die hat mich irgendwie nicht so überzeugt, die Karte, muss ich sagen. Deshalb mache ich mal weiter. Was hat der Verbessern durchbohren? Finde ich jetzt nicht so krass. Muss man sagen, der muss sein gesamtes Deck irgendwie auf Durchbohren ausgelegt haben. Weil, okay, noch keine Karte mit Durchbohren. Ansonsten würde das ja wenig Sinn ergeben, oder? Gut. Der schlägt auch nochmal rüber. Aber jetzt muss es schnell gehen. Den habe ich eben gekickt, den Wechselwicht aus meinem Deck raus. Der hat irgendwie nichts, keine Special-Fähigkeit und so. Das verstehe ich gerade gar nicht. Dieser Held hat Verbessern durchbohren. Aber keine einzige Karte von ihm bisher, und das ist schon die fünfte, hat durchbohren. Das ist ja dann unnötig. Aber so richtig. Der hat sein Deck irgendwie nicht so gut aufgebaut. Und die nächste Karte ist Skeletthund. Die nächste Karte ohne durchbohren. Verstehe ich nicht so ganz, muss ich sagen. Aber hey, man muss ja nicht alles verstehen. Oder hier jetzt. Nein, das ist Schwächen. Das ist Schwächen. Das ist nicht mal durchbohren. Na gut. Ich will mich nicht beklagen. Denn dann habe ich ein einfaches Spiel. Und das macht ja nichts. Gewonnen. Neues Spiel, neues Glück. Wie? Nein, nicht alle Chaos sind böse. Niederträchtig vielleicht. Einige auch böse, aber nicht alle. Schnipp, schnapp, Haare ab. Okay, da habe ich mich zu früh gefreut. Jetzt habe ich Schrottkarten. Ich versuche es mit der Schwächentaktik von Hornracken. Nein. Ach, warum muss der Vergeltung bei so... Diese kleinen Händchen da, das habe ich ja gar nicht gesehen. Vergeltung bei so einer schwachen Karte ist richtig übel. Dann vielleicht mit der Magierin hochheilen. Denn ich bekomme jedes Mal nur einen... ich bekomme jedes Mal einen Schaden und teile nur einen Schaden aus. Das heißt, ich bin eine Selbstzerstörungsmaschine. Richtig unnötig. Bams, und jetzt geht's los. Jetzt geht's so richtig los. Der verursacht wieder nur einen Schaden. Durchbohren 3, keine Ahnung. Die haben sowieso keine Panzerung. Das ist die Sache. Was mache ich jetzt mit Durchbohren 3? Obwohl niemand von den Gegnern die Panzerung hat. Ziemlich unnötig, obwohl ich eigentlich genau bei solchen Krebsen und Krabben und keine Ahnung, würde man doch eine Panzerung erwarten, oder? Diese Schale, die ist doch ziemlich hart. Vielleicht deshalb Vergeltung. Na gut, der muss jetzt mal meinen Lavafrosch schützen und die Magierin heilt den Frosch, das ist gut. Nein, was ist los? Das Gift hat sie gekillt und der Frosch ist auch erledigt. Skeletthund, du bist meine Rettung. Dich habe ich aus dem Deck gezogen und mit dir geht's jetzt so richtig los. Oh, das ist eine Kampfansage. Hey Bro, ihr könnt euch doch nicht bekämpfen, du bist doch mein Freund. Warum macht ihr sowas? Skeletthund gegen Skeletthund. Naja, dann musste ich dich eben besiegen. Nicht dein Ernst. Jetzt kommt nochmal so ein Skeletthund. Ein Lebenspunkt. Überlebe ich das jetzt noch oder ist das Gift... Moment, ich müsste vorher noch angreifen können, oder? Komm schon, bitte. Genau, ich kann noch angreifen. Jetzt trifft mich das Gift, glaube ich, und ich bin tot. Ach, das war ein Zweiergift. Deshalb, ich dachte mir schon, warum verursacht die so viel Schaden? Das war Gift 2 anscheinend. Nicht nur ein Schaden pro Gift. Oh, die sieht auch böse aus. Nix elementar. Ja? Nicht von schlechten Eltern. Oh! Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Ich bin doof. Ich spiele den Windfrosch nie, wenn kein Frosch hier liegt. Aber der kann sich auch selbst schilden. Das wusste ich doch nicht. Mann, ey. Ach so. Gut zu wissen. Ich habe nämlich immer gewartet auf so eine Situation, bis dann der Lavafrosch kam, weil ich dachte, ansonsten ist der Windfrosch unnötig, aber der schildert ja auch sich selbst. Aha. Ja, das wusste ich auf jeden Fall nicht. Dann kann ich ja eigentlich... Naja. Nö, ich spiele lieber diese Karte. Als erst... Was ist das? Ein Lebenspunkt? Hätte ich doch die andere nehmen sollen. Aber vielleicht hätte der dann nicht die gespielt. Ich weiß ja nicht, wie...
wie die AI so ist, die Artificial Intelligence, die künstliche Intelligenz der Gegner. So, nein, Skeletthund, der ist irgendwie besser. Also, ob der zum Beispiel sieht, gut, der hat eine Karte gespielt mit einer Verzögerung von 4. Das heißt, ich kann auch mit einem Lebenspunkt jetzt mal überleben. Dann spiele ich die Karte oder ob der einfach irgendwas wählt. Das würde mich interessieren. Okay, das ist die stärkere. Mit Schwächen 1. Der ist mal down, sauber. Ebenfalls geht richtig gut ab. Der ist noch vergiftet. Ich leider auch mit einem 2er Gift, oder? Vergiften 1? Nö. Warum nehme ich immer 2 Giftschaden? Ist das durch Verhexen noch zusätzlich? Irgendwas passiert auf jeden Fall. Irgendetwas passiert da. Wow! Schwächen alle? Was? Das geht ja später richtig, aber ich bin nur am überrascht sein. Schwächen alle 1. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das bedeutet ja, dass Karten mit einem Schaden eigentlich keinen Schaden verursachen. Was zum Henker? Alle 0? Du bist brutal, Junge, du bist brutal. Was ist denn das für ein Held jetzt mal ernsthaft? Boom. Das fällt mir gerade zum ersten Mal auf. Ist vielleicht auch der erste Gegner, der diese Fähigkeit hat. Das ist ziemlich heftig. Meine Hornracken, die können einpacken. Nicht nur, weil sich's reimt, sondern auch einfach so. Heftig. Ja, ziemlich heftig. Niemand verursacht Schaden. Das ist aber übertrieben, oder? Ich habe ja auch nicht. Schwächen alle 1. Ich habe auch einen Schwächenhelden. Aber ich kann nur einen um einen Punkt schwächen. Wenn da 10 Karten liegen, schwächen 10? Was? Nö, das übersteigt gerade meinen Horizont ein wenig. Mit der undurchdringlichen Belagerung. Lavafrosch, auf geht's. Was hat denn der schon wieder? Schwächen alle 1, verbessern Vergeltung 3. Klar. Natürlich. Jetzt reicht's aber dann schön langsam. Ich meine, wie soll ich damit mithalten? Ich kann meinen Helden auch verbessern, wenn ich weiß, wie es funktioniert oder dass man das machen kann. Aber ich habe doch nicht so viel Staub rumliegen. Und ich will ab und zu auch meine Karten pushen. Und ich weiß ja nicht, ob ich den Helden unbedingt aufwerten möchte. Das ist krass. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an dem scheitern würde, richtig oft, müsste ich mein Deck so umbauen, dass ich die Karten rausnehme, die nur einen Schaden verursachen, weil das ist ja sonst verrückt. Da müsste ich dann zum Beispiel auf Blitz gehen. Denn Blitz kann der nicht abschwächen. Blitz verursacht immer den Schaden, glaube ich zumindest. So, ja, dann eben den hier. Sind alle nicht so toll. Mit einem Schaden nur. Ja, genau. Und dieser Froschangriff und so, das geht ordentlich ab. Aber durch die Schwächung? Krass. Hat mich mal wieder überrascht. Hornracken für Schwächen 1 spiele ich mal. Keine Ahnung. Aber es geht trotzdem gut ab, obwohl er so eine übertriebene Heldenfähigkeit hat. Kann mir der eigentlich nicht das Wasser reichen. Nicht mal im Ansatz. So, jetzt hat er auch einen Lavafrosch. Wie gut ist er und ich auch. Wieso mir, wie du mir, so ich dir. Oder so, wie man es in den Wald hineinruft, so kommt es auch zurück. Wow. Ist das dieses Geräusch? Wie eine Maschinenpistole oder so. Lädt er da. Schwächen alle 1. Brutal. Einfach nur brutal. Wird noch immer nicht reichen, oder? Weil die alle geschwächt sind. Doch, hat noch gereicht. Und Sieg. Jetzt bekomme ich eine Karte. Jawohl. Skelettkrieger. 0 Verzögerung, 1-2. Ja, okay, wenn es sein muss. Gut, das heißt, das ist erstmal soweit abgeschlossen und ich bin in der nächsten Kampagne. Was ich jetzt noch machen kann, ist eine Prämie. Nämlich gegen Arsengardius aus dem Mo-Team. Oh, das sieht schon mal schlecht für dich aus, wenn mein Waldgolem am Anfang da ist. Das hat er mir wohl zu persönlich genommen. Das hat er mir wohl zu persönlich genommen. Die Karte muss schnell sterben. Moment, wie kann ich da am besten behilflich sein? Gar nicht. Oh mein Gott, 10 Lebenspunkte. Das bekomme ich nur schwer down, wenn der auch noch die Panzerung hat. Ah, der ist wichtig. Der kann vielleicht den ersten verhexen, hoffe ich zumindest. Komm schon, jetzt verhexen. Wen verhext du?
Verhexe doch, du Noob. Nein, der Falsche. Außerdem wird er sowieso erst danach verhext. Das heißt, diese Karte müsste eigentlich weiter vorne liegen, um meine Chancen da zu erhöhen. Oder verhext er immer den gegenüberliegenden? Nö, ich glaube, zufällig, oder? Moment, da muss ich nochmal drauf achten. So. 1, 2, 3, genau, verhext zum Beispiel den letzten. Und wenn der jetzt nicht angegriffen wird, dann hätte das gar keinen Zweck gehabt. Aber wurde angegriffen. Und hier irgendwas spielen. Gut. What? Hat der mich abgeschwächt? Ach so, durch die Panzerung. Mann, nur ein Schaden. Ich will den ersten Daumen bekommen. Der macht mich kaputt. Mein schönes Elementar hier, mein schöner Baum. Aber das war's jetzt. Der Nachteil an Aria ist nämlich, dass sie kaum Lebenspunkte hat und ziemlich schnell umklappt. Kopfgelder 4, streiche 50 Prämien ein. 30 Staub? Das ist gut. Das ist sogar sehr gut und sehr wichtig. Da werde ich mir jetzt nämlich mal was genehmigen. So, nein, falscher Button. Boah, 3 Lebenspunkte bekommt die dazu. Gegönnt. So, wie geht's weiter? Oh, verhexen 1, das ist ein wichtiges Level. Kostet aber dann schon 30 Staub statt 15. Ja, das wird krass. Das ist dann auf jeden Fall krass, da freue ich mich schon drauf. Da werde ich jetzt sammeln und sparen. Na gut, aber für diese Folge würde ich sagen, war's das erstmal. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.